Die Weihnachtsinselkrabben leben inzwischen fast ausschließlich an Land. Sie müssen allerdings in regelmäßigen Abständen ihre Kiemen befeuchten und brauchen das Meer zur Eiablage. Also pilgern sie jedes Jahr zur Küste, seit 200.000 Jahren. In letzter Zeit hat sich allerdings eine Menge verändert. Aber sie werden unterstützt. Die Einheimischen haben ihnen spezielle Brücken gebaut. Darauf können sie in ihrem eigenen Tempo Straßen überqueren. Außerdem hilft ihnen ein ganzes Netzwerk von Unterführungen. Sie legen einen Zahn zu, um rechtzeitig zur Flut anzukommen. In einer einzigen Nacht erreichen 4 Millionen Krabben die Küste.